und willkommen zur nächsten Folge. Hi. Hike. Wir waren hier stehen geblieben. Aua. Um eine Mauer zu bauen. Oh, ich habe die ganze Zeit Hunger. Habe ich gar nicht gesehen. Deswegen. Und in diesem Raum wird die Bücherei gemacht. Ich habe jetzt keinen Kuli da mitgebracht, weil die Kuh das irgendwie nicht hergegeben hat, aber egal. Du musst jetzt mal die Truhe wieder rüberholen. Wie macht man das überhaupt? Na, ich bin erst noch bei unserem Haus. Passiert da irgendwas, wenn man die Truhe überholt? Was? Ob da irgendwas passiert? Was sollte denn da passieren? Keine Ahnung. Hast du denn die Truhe da drin? Ich meine, was du da drin in der Truhe hast. Egal, vergiss es. Mhm. Genau, das wollte ich auch gerade machen. Gut, dass du Tropenholz mitgenommen hast. Nein, das habe ich vergessen. Natürlich. So. Klar habe ich das vergessen. Ja. Siehst du? Aha. Noch ziemlich dunkel hier alles. Gut, dann nehme ich mal gleich das Tropenholz mit. Warte. Warte, ich bring gerade was zu essen. Oder auch nicht. Warte hier, ich... Nein, warte! Ich weiß noch, was ich noch machen muss. Oh. Ich muss geh doch weg! Gerne. Sehr ich gehe dir jetzt hinterher. Ah, da bist du. Nein, da auch nicht. Mach die ganze Zeit überall die Tiere auf. Nein, doch nicht. Komm jetzt her. Komm her. Komm, ich gebe dir jetzt mein Tropenholz. Findest du das toll? Nein. Und oh, jetzt habe ich das wieder eingesammelt. Oh, jetzt nimm's doch. Jetzt pass auf, dass es jemand nimmt. Jetzt nimm's doch. Oh Mann, sonst ist es weg. Dann müssen wir jetzt wieder nach unten laufen. Ja, dann pack es doch in die Kiste. Dann meckerst du wieder mit mir rum. Wo ist das Holz? Nee, dann ist es ja in der Kiste. Ah. Ja, gut, dann hole ich jetzt gleich mal. Ich hole jetzt einfach mal die Kiste. Okay, ich baue jetzt die Kiste ab und hole sie mir. Okay? Okay. Wenn da nichts passiert, dann passiert da eben nichts. Auch wenn du die Kiste abbauen wolltest. Aber ist mir scheiße. Hä, was machst du denn jetzt? Ich baue die Kiste ab. Nein, du musst das rübertragen. Und wie? Na egal, dann baue ich die Kiste ab. Nein! Wie du musst das rübertragen und dann die Kiste abbauen. Und wie trage ich das rüber? Ja, indem du es nimmst und dann wieder. Was, das alles nehmen? Ja. Gleich kommt ein Krieger und sprengt dich in die Luft. Ja, und dann sind unsere 10 Diamanten weg. Was hast du eigentlich mit Diamanten? Diamanten sind nicht wertvoll. Jetzt sagen bestimmt alle, ja, Diamanten sind überhaupt nicht wertvoll. Wenn ihr erstmal gesehen habt, wie viele Diamanten wir bald kriegen, dann werdet ihr sagen, das ist ja wie Kohle. Und, aber Gold ist doch eigentlich viel wertvoller, oder was ist hier am wertvollsten? Eigentlich Diamanten. Weil man daraus viel machen kann. Coole Sachen machen kann. Ja, aber ja, nur Werkzeuge. Und das ist ja eigentlich das... Nur Werkzeuge? Ja, ganz klar. Ja, was kann man denn? Eine Rüstung. Ja. Und was ist da jetzt so toll? Man kann noch mehr daraus machen. Und was? Ja, zum Beispiel Musiksachen. Wie meinst du das jetzt? Ein Musikblock und sonstige Sachen. Ein Notenblock, um genau zu sein. Du hast aus unserem schon eine Diamantspitzhacke rausgenommen? Was hast du? Du hast aus unseren Diamanten ja schon eine Diamant... Was? Wir haben schon lange eine Diamantspitzhacke. So. Sonst hätten wir gar kein Höllenportal bauen können. Ja, was ist denn nun? Was muss ich jetzt machen? Ach, was wollte ich... Wo bin ich? Du bist rausgeflogen. Und wir brauchen nochmal Holz, kannst Holz haben. Es geht aber gerade nicht, weil ich meine Maus nicht finde. Nee, Minecraft has crashed. Was heißt das? Minecraft ist kaputt gegangen. Also Minecraft ist abgestürzt.
Ach so, nein, nein. Und wir brauchen unbedingt Holz. Sehr unbedingt. Bin wieder da. Hättest du nicht warten können, bis ich geschlafen hätte. Warte, geh nochmal kurz raus. So, danke. Da verbrennt gerade zwei Zombies. Wir brauchen Holz! Dann geh. Ja? Wieso, was machst du denn jetzt? Kannst du jetzt nicht nochmal eine Holzruhe bauen? Eine große, bitte. Ja, dafür brauche ich Holz! Oh, ich habe hier gerade alle Sachen eingesammelt. Irgendwelche so, komischen... Wie blöd bist du eigentlich? Wir brauchen Holz, um eine Truhe zu bauen. Ja, es ist ziemlich blöd, wenn man nicht weiß, wie man eine Truhe baut. Und wenn ich sage... Ich weiß, wie man eine Truhe baut, muss. Oh mein Gott, was hast du da in der Hand? Ein Stock. Und damit willst du jetzt Holz wegmachen? Nee, da ich hole jetzt Eisen. Kannst du das Eisen in die Kiste tun? Welches Eisen? Das Eisen, was du bei dir hast. Ach so, das Eisen. In welche Truhe? In die hier? Ja, natürlich. 64, das reicht. Achso, 64, das reicht. Okay. Danke. Das wird alles gut. Kann man auch eine Eisenkiste machen? Nein. Schade. Ja, ziemlich verschwenderisch. War doch lustig. Nee, eigentlich nicht. Sehr unnötig, würde ich sagen. Wer es möchte, kann es gerne machen, aber es ist unnötig. Totenstille. Mhm. Hi. Ja, ich kann dir jetzt wieder abbauen. Oh, du leid. Ich habe auch eine Spitzhacke. Mhm. Hast du. Ich habe nur noch 3 Leben, also hör auf. Ja, wer hat denn angefangen? Du? Nein, du bist in mich reingegangen, also... Ah, und deswegen kriege ich jetzt Ärger und werde von der Spitzhacke gehauen oder was auch immer du dann hast. Nein, sondern ich dachte, du wärst da vorne und ich habe gehauen und dann... Und dann hast du mir geschlagen und weil ich das unfair fand, habe ich doch mal geschlagen und dann hast du aufgegeben. Ich hoffe, ich habe keinen großen Wurm auf mich. Bobi, Bobi, yo, yo, Känguru, Känguru. Du willst nur von mir geschlagen werden, oder? Nein. Und warum gehst du dann immer in mich rein? Weil ich darauf warte, bis du mir ein Holz für die Kiste gibst. Okay, ich habe keinen Platz mehr, aber... Doch, ein Eichenholz habe ich schon mal. Kannst du mir gerne geben. Gib mir nochmal bitte Holz für die Kiste. Für 2 Kisten am besten. Ich sammle auch Holz für alles andere, deshalb werde ich jetzt auch ein bisschen länger brauchen. Oh, dann gehe ich jetzt eben wieder nach Hause. Und werde die Diamantenspitzhacke ausmachen. Oh, hier fliegt verrottetes Fleisch. Uah, doch nicht. Guck mal, wollen wir noch Schafe haben? Ja, nachher gleich. Nein, wie blöd bist du? Das ist das einzige Schaf, was wir im Moment so haben. Da. Nein, da sind noch mehr. Siehst ja, du? Da hinten, aber das sind da wenigstens 2. Ich habe die Wolle geschert. Jetzt haben wir braune Wolle. Juhu. Jetzt haben wir Kackbraun. Aber ich konnte es nicht aufsammeln, oder? Nee, konnte ich nicht. Dann kannst du das eine Eichenholz wegmachen. Also wir brauchen hier keine Wolle im Moment. Im Moment, hast du gesagt. Wozu brauchen wir überhaupt Wolle? Teppich,
sonstige Sachen. Oh, guck mal, ein schwarzes Schaf. Das bringt Unglück. Das schere ich lieber nicht. Noch ein braunes. Kannst du trotzdem nicht einsammeln. Ja und? Oh, ist das Dorf? Ja, das ist ein neues, glaube ich. Oh, da gehe ich gleich mal hin. Und wo ist unser Haus? Wenn ich das wüsste. Ach nö, oder? Du bist jetzt woanders. Na, dann gehe ich jetzt noch mal zu denen und guck mal, ob das ein neues Dorf ist. Wenn es ein neues Dorf ist, dann musst du herkommen. Aber warum? Ja, ich kann es eben nicht einsammeln. Dann pack doch etwas weg. Ja, und was? Ja, das, was du nicht brauchst, und zwar Holz. Creeper. Gut, dass ich weg war. Ach, nur ist der Creeper explodiert. Du bist schon wieder zu Hause? Schon lange. Ich habe ja genug Holz. Guck mal, da sind die Menschen. Was ist das? Dorfbewohner? Oh, ja. Ich kann mit ihm was tauschen. Mhm. 21 Weizen gegen 1 Smaragd. Ja. Soll ich das machen? Ich habe keine Weizen dabei. Dann kannst du es auch nicht machen. Puh. Ach scheiße, du hast ja unsere ganzen Sachen dabei. Deine. Wo gehst du denn denn ganz hin? Warum hast du mir überhaupt gefolgt? Hallo, da nein, stopp! Ich will doch gerade gucken, ob das ein neues Dorf ist. Das unbedingt mit unseren ganzen Sachen. Wie blöd bist du eigentlich? Ich rette dich. Ich rette euch Sachen. Hi, tötet mich doch, dann ist er noch böser. Cool. Ich gehe jetzt hier raus und versuche die... Wie können die hier bloß reingehen? Ah, weil die so programmiert sind. Komm nach Hause. Allein ich weiß nicht, wo du bist. Los jetzt. Ich bin dir einfach hinterhergegangen, so wie du es gesagt hast. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Ach, ja und? Ja und? Unsere ganzen Sachen hast du mit. Also ich denke mal, da hinten ist unser Haus und da kommst du. Ja, genau. Und jetzt verschwinde ich. Tschüssli. Ich spreng das ganze Dorf in die Luft. Verstecken spielen. Nein, nicht verstecken spielen. Jetzt schon das Spiel töten. Nein, ich will doch die Kiste finden. Hier gibt's keine Kiste. Doch. Nein. Und warum nicht? Weil hier kein Schmied ist. Ja, ich kenne mich mit Häusern aus. So, und jetzt kommst du mit raus. Und woher raus. Weißt du, dass hier kein Schmied ist? Doch, weil hier kein Schmied ist. Hey, guck mal. Das. Weihnachten. Ist egal. Komm jetzt nach Hause. Aber wie sieht man denn, dass da ein Schmied ist? Oh, das ist ein Haus. Ein spezielles Haus. Das sieht man. Ich kenne mich aus mit Dörfern. Und was ist so in dem Dingenswurms da drinne? Also in dem... Da ist eine Kiste drin. Und was ist in der Kiste? Oh Mann. Du hast gerade gefragt, was ist eine Kiste? Sag mal, willst du mich jetzt hier verarschen oder wie? Ich frag doch nur, was ist denn in der Kiste drinne? Achso, ich dachte, du hast gefragt, was ist eine Kiste? Nein. Da sind eben Sachen drin. Also jetzt sowas, so eine Eisenspitzhacke oder ja, was? So wie Obsidian oder Rüstungsteile. Oh, das ist gut, dann müssen wir einen Schmied finden. Müssen wir nicht. Doch, müssen wir jetzt. Nein. Jetzt bau endlich mal eine Kiste. Hab ich doch schon längst. Ach, hast du schon? Oh mein Gott. Ich hab das doch nicht gesehen. Ich bin doch nicht auf deinem Bildschirm. Du hast extra auf mich geguckt, als ich das gemacht habe. Nein. Da hab ich nicht. Ich hab da nicht drauf geachtet. Sorry, aber wirklich nicht. Ich dachte, es interessiert dich, ob ich die Kiste mache oder nicht. Langsam nicht mehr. Ja, dann. Du musst doch nur wissen. Und wo ist die Kiste jetzt? Na, da wo die Kiste ist. Hier unten ist kein Kistenbereich. Und warum steht da eine Kiste? Ja, weil das eine Kiste ist, wo man jetzt einfach mal was reintun kann. Hier oben ist eigentlich unser Kistenbereich. Da vielleicht. Nein, da. Oh. Also wollen wir jetzt hier erstmal die ganze Kohle reintun? Ja. Da kommen alle Minensachen rein. Und Röhrensachen.
gerade. Zwar geordnet. Danke. Also Eisen und so. Also hier kommt alles. Eisen. Kohle. Gold. Diamanten. Lapis Lazuli. Na gut. Jetzt was ist Lapis Lazuli eigentlich für ein Gestein? Das ist einfach ein, das ist so wie ein Diamant. Und das macht man da so daraus? Blöcke, hast du mich schon tausendmal gefragt. Ja und? Red down. Warum fragt ihr immer Doppelsachen? Das nervt mich immer. Manchmal jedenfalls. So, das müsste alles gewesen. Komm hier, aber hier kommen. Und wo so kommen die Werkzeuge rein? Hab ich hier etwas gepflanzt? Wo kommen die Werkzeuge rein? Wer hat hier etwas gepflanzt? Du? Ich? Ach so, okay. Und wo kommen die Werkzeuge rein? Die Werkzeuge, dafür gibt es keine Kiste. Doch, gibt es natürlich. Da unten. Gut, weil wir hätten einmal die Diamantspitzhacke, zwei Eisenspitzhacken und eine Schere. Gut, und dann gibt es jetzt auch noch... Da kommt oben Essen hin. Und wo kommen die Zauberbücher hin? Die kommen zu Krimskrams. Unten. Da. Dann kann ich die Kiste also unten auch auflösen, kann sein? Nein. Ja, aber trotzdem, da kann ich doch was rausnehmen, so. Ja, kannst du. Da werden wir auch immer was rausnehmen. Aber auch nur... Spinnenauge, Eichensetzlinge, Eichenholz. Ah ne, das kommt ja in die andere Kiste. Faden. So. Da werden wir dann nur... Aua. Was soll das? Weiß ich nicht. Jetzt hör doch auf. Ja, ach nee. Hier sind auch Kakaobohnen. Glowstone. Wir streiten uns im Moment sehr oft. Großerweise. Warum ist hier noch, warum sind hier noch Tropenhölzer? Hast du noch nicht rausgenommen? Nee, brauche ich auch noch gar nicht. Ach so, hätte ja sein können. Wo kommt so Zuckerrohr? Kommt das mit zum Essen? Ja. Nee, das brauchen wir selber, oder? Brauchen das wir noch. Kommt mit zum Essen. Ja, das brauchen wir ja noch. Das brauchen wir ja irgendwie noch. So, das nehmen wir mit. Das kommen wir zum Essen. Was ist Holz? Was macht Holz hier? Keine Ahnung. Es kommt doch nicht in den Krimskrams. Doch. Mist. Steak nehme ich noch mit zum Essen rüber. Die Pilze nehme ich auch mit zum Essen. Und darf ich denn bei den Pilzen auch die Schüssel mit rein tun? Ja, ne? Nein, das kommt bei Krimskrams. Ja, aber... Ja, okay. Oh, ich hab Hunger. Krimskrams kommt Holz mit rein. Samen kommen doch auch bei den Krimskrams mit rein, ne? Nee, das kommt bei Essen. Glowstone, Glowstone. Netherstein. Essen. Ich bin an der anderen Kiste, falls wir da noch was ist. Dann hole ich noch mal die restlichen Sachen aus der anderen Truhe, ne? Mhm. Also aus der draußen Truhe. Dann kann ich die ja auch anbauen. Nein, doch nicht. Ach, der Creeper hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Was denn? Könnte sein, dass der Creeper gleich von seinem Haus explodiert? Wenn du nicht rausgehst, nicht. Nee, weil er mich gesehen hat und dann ist er zur Haustür gegangen. Pass auf. Das ist egal. Der sieht dich nicht dadurch. Das ist einfach nur... Wenn du die Tür natürlich aufmachst, dann gibt's Haue. Nein, ich gehe hinten durch. Ja, und dann explodiert hinten. The Creeper. Nein, okay. Oh mein Gott, das ist der Creeper.
Warum fällt dir so viel vom Dach runter? Weil ich hier gerade arbeite. Na gut, das ist dann mal wieder unsere Sirene für Schluss machen. Oh, ich bin noch gerade vom Typen weggerannt. Na, wir haben zum Glück noch Sand. Na gut, und das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Jo. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüssi.